Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blackguards Kapitel 4. Wir begeben uns jetzt zu Urias Landsitz. Die Villa. Schauen, was uns da erwartet. Der Mondstein ist also in unserem alten Schwurbaum. Ja. Lasst mich alleine hineingehen. Wir können das hier ohne Blutvergießen lösen. Auf keinen Fall. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Dann lasst uns wenigstens leise vorgehen. Ich möchte Luciano nur ungern über den Weg laufen. Angst vor dem, was er zu sagen hätte? Wenn du mir nicht vertraust, lass deinen Zwerg einfach meinen Hals durchschneiden. Das war nicht so. War nicht so gemeint. Wundervoll. Luciano ist also auch ein namenlosen Geweihter. Ja. Sicher? Ja. Wer ist Luciano? Urias Schüler. Er ist ein Feigling, aber wir sollten ihn nicht unterschätzen. Okay, schleichen wir uns rein. Gut. Verhalten wir uns ruhig. Danke. Holen wir uns diesen Mondstein. So viel zum Einschleichen. Ich hasse Wachhunde. Aber sie hat sich gemerkt, dass sie wahrscheinlich dass ich auf ihrer Seite war. Einschleichen klappt also nicht. Frage, sind hier Fallen? Doof ist, dass Takate so weit weg ist. Na gut. Stürmen wir einfach mal nach vorne. Abwarten. Abwarten. Und hier in die hintere Reihe. Okay. Ich komme da gar nicht an. Wieso kann ich den nicht bewegen? Das ist seltsam. Gebe einen Schritt nach vorne. Sehr schön. So, jetzt müssen wir uns um Ima kümmern. Ein paar Kugelblitze für dich. Und direkt noch ein. Also so gegen so starke Panzer hatte ich super wieder die Magie. Schaden.
Langschwert und zwei Sachen, die nicht angezeigt werden. Okay. Nehmen wir, was auch immer es war. Schauen, ob wir, wenn wir jetzt in Ausrüstung gehen, das sehen. Oh, es geht direkt weiter. Es geht direkt weiter. Na gut. Müssen wir wohl in einem durch. Das hätte ich wissen müssen. Da hätte ich vielleicht ein paar Astralenergiepunkte aufbewahrt. Ich sehe keine Fernkämpfer. Doch, da. Fernkämpfer, Fernkämpfer. Zwei Stück. Mag ich ja jetzt schon nicht. Sagen wir, nehmen mal hier Position ein. Ein bisschen seitwärts. Keine Fallen da. Das ist schon mal gut. Und auf die Magier, wie immer. Alles gut, der schießt nicht auf die Magier. Können wir den erstmal außer Acht lassen. Aber der da hinten stört mich. Warum fliegt da erstmal zwei Kugelblitze von uns ab? Hoffentlich kommen die in drei Runden da hinten an. Bewegt sich ja nicht sehr weit. Ah, gute Verteidigung. 19 Energie nur noch der Trojan. Was ist da passiert? Ui, ui, ui. Was geht denn hier? Hier stürzt alles ein. Ach du Jemine. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Ist ja voll die Ruine. So, einen haben wir. Auf zum nächsten. Ich hoffe, dass die zwei ihn ausschalten können. Falls dem nicht so ist, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall gehen wir schon mal hier rechts rüber. Kannst du ihn von da sehen überhaupt? Versuchen wir es erstmal von hier. Ja, okay, du siehst ihn. Kriegst du zwei Kugelblitze. Die stoppen jetzt gleich, aber eigentlich müssten die jetzt alle ankommen ans Ziel. Hoffe ich doch stark. Haha. Schaden genommen, sehr schön. Oh, Trojan wird jetzt gleich geheilt von uns. Sollte nicht das Problem sein. Ja, die nehmen echt Schaden hier. Na, erster, zweiter, weg ist er. Und die zwei sollten ihn ausschalten. Hervorragend. So, wen nehmen wir denn da? Du hast nur 24, nehmen wir dich. Und wir heilen dich mal mit dem Dreier. Und du kriegst noch den. Ja, you're welcome. Also wenn hier nach direkt wieder ein Kampf kommt, ist es natürlich ein bisschen problematisch. Puh, jetzt gleich wird die einstürzen als nächstes wahrscheinlich. So ein bisschen Obacht geben. Vielleicht landen die genau auf den Trojan. Ich hoffe es nicht. Okay, Kugelblitz haben wir nicht genug.
Dann würde ich mal sagen, einmal so draufhauen. Der hat nur noch einen Stärkepunkt. Du hast 6, das reicht auf jeden Fall für einen Ignifaxius. Aber warum ist hier alles so kurz vorm Einsturz? Scheiße. Ja, hat zwei meiner Leute hingerafft. Ich hoffe, hiernach geht es nicht direkt ein weiterer Kampf, weil dann wäre echt ein Problem. Dann hätten wir echt ein Problem. So, abwarten. Nein, der will sich mit der Magierin anlegen. Nee. Gefällt mir ja gar nicht. Wo willst du bitte schön hin? Wieso kann ich ihn nicht an... Ah doch. Komisch, auf dem Feld geht's nicht, aber hier... So, bitte lasst uns jetzt irgendwie fliehen. Kurzbögen. Mhm. Es geht direkt weiter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, und Jojin und Soban sind total im Arsch. Es geht immer weiter. Eieiei. Das ist ein Problem. Das ist ein richtiges Problem. Ist das beabsichtigt? Oder ist das verbuggt? Aber ich vermute mal, es ist beabsichtigt, um es ein bisschen interessanter und schwieriger zu machen. Okay. Ist das ein Magier? Ich glaube nicht. Was schon mal gut ist, es sind keine Fernkämpfer da. Das heißt, wir werden uns hier ein bisschen einquartieren müssen. Wir bauen hier wieder so eine Mauer auf und ich hoffe, dass die alle zu denen gehen. Abwarten. Du gehst daneben und nimmst einen Heiltrank. Stellst dich mal hier hin. Guck mal nach Fallen. Sind keine da. Boah, wieso rennst du da runter und nimmst nicht den? Mist. Hat's auf die Hexe abgesehen. Das gefällt mir nicht. Okay, wer wird zuerst angegriffen? Das ist wahrscheinlich er. Wir könnten ihn schützen, aber wir müssen uns selber erstmal heilen. Da ich keinen Fernkämpfer hier habe, habe ich vielleicht Glück und werde nicht angegriffen. Wir versuchen das mal einfach auf gut Glück. Pfeffern ihm Fulminactus entgegen. Und erwischen vorher natürlich dann den Wolf damit. Ah, sehr schön. Selbe Spielchen machen wir mit der Hexe, die rennt hier hinten hin. Der Wolf hoffentlich die angreift und pfeffern. Ah, geht nicht. Geht nicht. Ja, okay, dann aber den hier. Da wird wohl die Hexe angegriffen werden. Hui, stark umzingelt. Nimm mal den. Direkt nochmal, okay. Ja, super. Das ist natürlich super. Nein! Dafür geht er dann ein Feld weg. Ja, das ist schlecht, weil die da angreifen. Oh. Ja, der hat nur einen Lebenspunkt. Oh, erschreckt mich doch hier nicht so. Mein Zauberer! Flieh! Flieh! Irgendwo hin. Wo du noch hin kannst. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und ja, ich würde sagen, du nimmst mal einen von deinen Zaubertränken.
So, der hat noch 15 Energie. Kannst du da dran vorbeigehen? Aber du hast keinen, nicht mehr genug für einen Kugelblitz. Ah, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Dann verkriech dich mal nach da hinten. Also hoffentlich rennen die dem jetzt nicht hinterher. Und greifen da an. So. Du hast noch 29. 11. Ja, dann war es das wohl für dich. Ja, sehr gut. Alle in der Mitte. Also, falls hier noch ein Kampf danach kommen sollte, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn ich die mal hier regenerieren lasse, ihre Abenteuer, ihre Astralpunkte. Und die sollen mal für sich den Kampf ausfechten. Ich könnte hier höchstens mal heilen. Dann auch regenerier du mal. Du nimmst bitte einen Trank. Du hast auch nur noch einen. Ich brauche auf jeden Fall Astralpunkte gleich bei einem weiteren Kampf. Komm her, Luke. Nein! Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich ganz schlecht. Und wir können ihn nicht sehen. So, so ein Murks. Können wir hier einen von denen erreichen? Nee, ne? Das ist natürlich schlecht. Wäre natürlich super, wenn das so schräg durchgehen würde. Was passiert denn, wenn wir uns da hinstellen? Den dann nicht sehen. Ne, aber den. Ha, dann müsste eigentlich durch die alle drei durchgehen. Genauso habe ich mir das gedacht. 38, 12. Den nehmen wir. Oder die nehmen wir, besser gesagt. Okay, eine Heilung auf ihn. Dann sollte er gleich mal einen Trank zu sich nehmen. Oder auch nochmal eine Heilung auf ihn. Jojen hat auch nicht mehr viel. Eieiei. Verflucht. Verfluche dich. So. Das bringt nichts. Ich muss die hier mit verfahren lassen und das habe ich hier voll das Problem. Hoffentlich geht er hier unten rum und nicht macht so einen Bogen. Ja. Aber hat ihn leider nicht mit erwischt. Okay. So, den haben wir. Und wir haben halbwegs ein bisschen Astralenergie. Das ist ja schon mal ganz gut. Ach, Mist. Komm, alle drauf. Astralenergie aufbewahren. Lass mich raten, jetzt kommt noch ein vierter Kampf. Keine Rastmöglichkeit. Kettenpanzerschuhe und irgendein Murks, den wir wieder nicht sehen. Huh. Okay, wir haben einen Kontrollpunkt. Das Problem ist, wenn wir zurückgehen, könnte es wieder zu einem weiteren Kampf kommen. Wir haben es also durch die Villa durchgeschafft und sind im... Ne, wir sind in der Villa und können jetzt in den Park gehen. Was ist das da oben? Wir sollten hier wieder mal ein Testo anlegen. Testo. Bitte lass mich zurückgehen können. Es funktioniert. Wir brauchen auf jeden Fall Heilung. Wie kann einmal nächtigen. Danke. Einmal heilen. Das
So, und Naurim hat genug, um sich auf Stufe 18 die Körperkraft zu machen. Sehr schön. So, und wie sieht es jetzt noch bei den Talenten aus? Da wollen wir bei ihm den hier höher machen, die Selbstbeherrschung, damit er keine Wunden mehr kriegt. Oder weniger Wunden. Zoboran. Was kosten denn hier Astralpunkte? Ja, Astralpunkte wären natürlich super. 195 würde ein weiterer kosten. Puh. Das wäre natürlich am besten. Aber das kann ich leider nicht lernen irgendwo. Mist. Also bestimmt Absicht gemacht, damit es erst mit Stufe 5 geht. Ich könnte natürlich stehen, was wir machen, bessere Verteidigung vielleicht kriegen. Oder 7 auf Verteidigung, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, das mal perfektionieren. Ja. Was machen wir? Takate. Talente. Maximum, Maximum, Maximum. Kriegskunst. Stufe 3 macht Lebensmittel, Astralgeschwindigkeit, Magrizin von Veteranen an, wird angezeigt. Passierschläge beherrscht, kann man sehen. Also es wäre natürlich ganz gut, das bei einem auch auf 18 zu bringen. Okay, wir haben die drei Kämpfer, haben jetzt alle auf 18 die Körperkraft, das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, machen wir bei ihm die Kriegskunst was höher. Wenn wir die noch auf 18 haben, ist schon recht praktisch. Und er kann, glaube ich, da sogar Gegenstände wechseln, ne? Hat mir irgendeiner geschrieben. Waffenset wechseln, ohne eine Aktion in der Runde zu verlieren. Das ist natürlich auch ziemlich praktisch. Wildnisleben haben wir auch keinen mehr. Gassenwissen und Wildnisleben ist auch wichtig. Also den dürfen wir nicht verlieren mehr. Der ist echt wichtig hier wegen der Sinnesschärfe und so. Was kostet denn HP höher zu machen? 140 einer. Nee, das machen wir nicht. Mehr Astralenergie. Ja, können ein paar Pünktchen da reinsetzen. Kann eigentlich nicht schaden. Boah, 220 kostet das jetzt. Kriegen wir schon fast einen Körperkraftpunkt für. Das reicht. 50 reicht. Balsam verstärken könnte man manchmal gebrauchen. Stärkt den Ignifaxius. Kugelblitz klappt ja wunderbar. Moment mal, was war eigentlich hier mit den Axrelatus? Da hatten wir vor ein paar Let's Plays was gehabt. Verbündete ein Ziel. Verbündete Fläche gesamtes Feld. Okay, also wenn ich das auf Stufe 4 habe, ist das ziemlich gut. Aber bis Stufe 4 sind 3000 Abenteuerpunkte oder so. Das ist aber ziemlich gut. Wie hoch ist er denn da drin? 0. Das ist schlecht. Dann war es das, würde ich sagen, hier. Und wir schauen uns mal den Park an. Orias Landsitz. Die Villa haben wir und wir müssen in den Park. Machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.